Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 21. September, 8.37 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir haben hier eine Big Number bei 15.200. Und die werden wir versuchen zu traden oder eben halt die 15.3. Gestern war eine sehr, sehr hohe Volatilität. Und heute Morgen, wenn wir das abmessen von hier bis nach oben, haben wir schon 94 Punkte. Alle, die jeden Morgen mit uns gemeinsam dabei gewesen sind, die letzten Monate, wir hatten im Durchschnitt morgens 24 Punkte. So, wir sind jetzt bei 94, 120 ist die maximale Tagesrange normalerweise. Und ja, da sehen wir, wo die Volatilität aktuell wieder da ist. Sehr schön. Wir müssen natürlich aufpassen, weil die Vola, wenn die Vola so extrem ist, auch eine sehr, sehr schnelle Aufschaukelung passieren kann. Gestern hatten wir eine Trading Range von sage und schreibe 362 Punkte. Normalerweise sagt man, nach einer großen Bewegung ist am nächsten Tag Katerstimmung, aber bei 94 Punkte müssen wir mal schauen, wo die Reise dahin geht. Also wir haben wieder ein Gap hier unten unter dem Daily Pivot. Das Gap ist bei 15.119 Zähler. Blue Boxen gab es gestern erst abends unter 30. Alles andere war eben halt größer. Und jetzt blicken wir einmal auf die grünen Boxen, auf die Vola Boxen. Wo kommen die heute rein? Die kommen rein aktuell bei 15.210. Das ist durchaus denkbar, dass wir in diese Vola-Box reinkommen. Das wäre dann so roundabout hier. Genau, zu 95. Mehr oder weniger fast eine Big Number. Und auch hier wieder aufpassen für die, die die Hedge-Auflösung traden. Wir sind relativ dicht beim Daily Pivot, 26 Zähler. Ja, und Big Number und Daily Pivot ist immer leichte Gefahr. Aber wir haben, was dafür spricht, für einen Abwärtstrade nachher nochmal das relativ enge Gap, was hier geschlossen werden kann. Aber wir werden es uns gleich dann anschauen und blicken jetzt einmal auf die großen Zeitebenen und da fangen wir an. Ganz oben heute mal mit den DAX. Vorlage, Zickzacklinie. Daily sind wir short. Wir sehen hier ein auf dem Chart die Unterstützung bei 15.000. 4 Stunden sind wir short. Stunde sind wir short, 30 sind wir short, 15 sind wir long und 5 Minuten auch aktuell long. Wir sehen hier nochmal das Gap. Das ist definitiv eine gute Zielmarke Richtung 15.500. Ja, dass der Kurs da hinlaufen kann, um das Gap zu schließen. Nächster Markt ist Gold. Gehen auf Daily Short, 4 Stunden Short. Stunde long, 30 long, 15 short, 5 Minuten auch short, Öl bei 70, daily long, 4 Stunden long, Stunde short, 15 long und 5 Minuten auch long. Da ist eher Bewegung Richtung long. Schauen wir die Technologiebörse Nasdaq an. Short im Daily, 4 Stunden klar Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Bitcoin, daily long, 4 Stunden short, Stunde
Short. Und wir sehen hier, wenn wir Daily nochmal zurücknehmen, wir haben hier bei ca. 52.000 leichte Widerstandszone im Bitcoin. Dann ist da der Kurs wieder zurückgelaufen. Wir sehen es dort oben. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Ethereum bei 3.000. Wir gehen mal auf Daily. Wir sehen bei Ethereum einmal die Spitzen, einmal hier. Und wo er gedreht hat, war bei 4.000. Man kommt jetzt 1.000 Dollar günstiger rein. Also Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. So, das ist die Vorbereitung. Und 8.43 Uhr, wir gehen gleich. Dann die erste Falle für unseren Eröffnungstrade liegt bei der Big Number. Gucken, ob der Kurs dort reinläuft. Ja, ich melde mich dann gleich nochmal. 14 Sekunden noch bis zum Start. 11, 9, 8. Und los geht's. Oh, die Vola-Boxen sehen wir ganz tief unten. 15.023. Oben hin liegen sie dort. Also für den Hedge-Auflösungstrade schwierig. Und gucken mal, ob wir Der Markt steigt jetzt auf 60 hoch. In den linken Chart platziere ich mal die Big Number bei 15,3. Falls es jetzt schnell zugeht, wir haben ja extreme Volatilität am Markt. Also 15,2 und 15,3. Gap haben wir bei 15.450, also 15.500. Wenn er heute sich auf den Weg machen will, schauen wir mal. Aber der Markt ist leicht angeschlagen. Da muss also schon ein bisschen mehr Power reinkommen, um das Gap jetzt erstmal direkt zu schließen. Zwölf gehandelt, elf gehandelt. So, es fehlen noch zwei, drei Punkte. Und das war der Eröffnungstrade. Und wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Ich verabschiede mich jetzt für unser Video-Tagebuch hier auf YouTube. Ja, und bin schon sehr gespannt, wann der 1000. Handelstag dann abgeschlossen ist. Also dann bis morgen. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter.